Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir zu einem kleinen Mini-Duell, als Ziel-Duell mit Wiebke. Ja, ich duelliere mich. Und wir haben keine Karten entfernt. Wir haben alle drin gelassen. Und jedes Monster ist jeder Typ. Und ja. Das ist jetzt unser Duell. Und dann spiele ich das da. Und einen antiken Antriebsritter. Bam. und du bist dran. So, was habe ich denn hier eigentlich so hingesetzt, da so? Mal gucken, was ich hier so habe. Ist alles eher so semi. Setz dich schon mal. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, ein Ziel-Duell, da bekommt man ein Deck aus ganz vielen zufälligen Karten und dann spielt man damit. Was ist das denn? Das ist mein Baumotter. Also, der kann sich auch selber ATK geben. Ja, aber erst nur, wenn ich ein Beast-Type-Monster aus ihm kontrolliere. Ach so, na, dann passt das ja. Was bringt dich? Nein. Ja, und ich kann damit halt auch gerade gar nichts machen. Was ist das denn? Bashing Shield? We equip him to nose. Okay, die Karte kenne ich halt gar nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Das ist ein bisschen zu viel Angriff. Mein Baumotter ist OP. Ha! Aber ich habe die Karte überarbeitet. Alle Monster, die mehr ATK haben als die Grund-ATK, werden zerstört. Oh! Arschig, okay. Tja, dein Otter hat wohl ein bisschen zu viel gearbeitet. Mein schöner Baumotter. Dann würde ich sagen, los, Schinkenretter! Schinkenretter. Das war eine Yuma-Karte, ne? Ja, die hat Yuma einmal eingesetzt. Oh, das ist aber nicht so nett. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Gut, dann halt dich, dann greift mein Schinkenretter dich halt nächste Runde an. Nein, das wird er nicht, weil ich werde ihn besiegen. Bezweifle ich. Er ist super stark. Kein Schinken ist zu groß für den Kleinen. Ah, oh, Blizzard Dragon. Ja, und Doppelbeschwörung. Okay, jetzt darf ich. Langsam wirst du unverschämt, ne? Das nein, ich darf ihn jetzt nämlich Norman. Also, das hat er schon einen Grund. Oh, sonst hätte ich die Karte eh nie wieder einsetzen können. Ah, ich aktiviere das da und jetzt darf die Karte seine Position nicht mehr ändern und nicht mehr eingreifen bis zum Ende des nächsten Spielzugs. Oh nein. Was haben wir denn da? Och nö! Die Karte kenne ich, die hatte Jubel in ihrem Deck. Hm. Du hast einen Möbius abgeworfen, okay. Was hast du denn abgeworfen? Was ist das denn? Vylon Tetra. Den wollte ich gerade auch nicht haben. Ha. Los, Schinkenretter! Rette mich und meinen Schinken. Schinken. Vor allem diese Splash Art. Splash Art ist halt eigentlich richtig brutal. Ja. Ich meine, sein komplettes Skelett fliegt halt einfach aus seinem Körper. Schinkenretter. Die royale Feuersturmwache. Oh, klar. Und du hast natürlich 4 Pyro-Monster in deinem Friedhof. Ja, hab ich. Nö. Oh, nein. Keine Karten ziehen. Super. Dann habe ich gerade überhaupt nichts, was ich machen kann. Du hast bestimmt irgendeine eklige Karte. Soll ich das machen? Ich weiß nicht. Ich meine, ich hätte eine im Friedhof, aber die bringt mir gar nicht. Nee, ich warte erstmal ab. Ich greife einfach erstmal an. Ah, du hast eh nichts. Schön. Nein, habe ich auch wirklich nicht gerade. Doch, ich glaube, ich mach's gleich, aber was Cooles. Oh, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Ich will den zerstören. Kriegst du aber auch Schaden, ne? Ich weiß. Aber ich habe keine Möglichkeit, hier anders Schaden zu machen. Schade. Jetzt kann ich das nur nicht mehr machen, was ich machen wollte. Naja. Sie kann dich direkt angreifen. Ob das jetzt so intelligent war, ist eine andere Frage. Ich hätte sie, glaube ich, lieber verdeckt gesetzt. Wenn ich jetzt gleich ein Monster ziehe. Ja, dann ich wollte dich jetzt einfach direkt angreifen. Ja, nö, das gönn. Den Erfolg gönn ich dir. Oh Mann, oh, warum nicht? Ja, nö. was bist du? Besieg mich, dann können wir noch eine Revanche gleich hinterher machen. Oh, das krieg ich hin. Das war ja jetzt nicht besonders anspruchsvoll, diese Runde. Nee, überhaupt nicht. Also, ich hätte die Karte gesetzt an deiner Stelle. Ah, was kannst du denn? Ich finde nichts. Ah, das war die ist cool. Okay, ich spiele die Scherbe der Gier.
Jetzt habe ich aber eine durchsichtige Karte. Ja, aber das passiert irgendwie manchmal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Du bist dran. Okay, was ist das denn? Okay. Sie wurde irgendwie gerade gar nicht angezeigt. Mein Monster oder meine Scherbe? Dein Monster. Das ist ein übel Scharmonster. Richtig übel. Was macht denn deine Scherbe? Die kriegt in jeder Standby-Phase einen Counter und ich kann die attributieren mit maximal 2 Countern, um 2 Karten zu ziehen. Oder halt eine. Je nachdem. Was ist das? ATK! Ich sehe schon, du magst diese Karten, die 1000 ATK geben, aber. Ich mag 1000 ATK gebe Karten. Ich mag es, sie zu annullieren. Schade, und du kannst bei mir nur während der Battle Phase keine Karten aktivieren. Richtig. Ärgerlich. Die kann ich aktivieren. Ja, gut, dann kann ich da tatsächlich nicht viel machen. Tut mir leid, der Trugbilddrache. Wird wohl nix. Aber er ist doch so niedlich. Haare und Erschöpfung. Ich finde ihn nicht so niedlich. Ich finde meinen Dino niedlicher. Ich finde ihn süß. Naja, er ist jetzt schon ziemlich riesig, ne? Was ist das? Warte mal. Ah, cool, danke schön. Okay. Danke. Hätte das eigentlich, dass es ein mega starkes Monster ist. Das mega starke Monster habe ich auf der Hand. Na gut, schade. Ah, danke für den Top-Deck, gefällt mir. Bitte. Nur für dich. Fällt gerade auf, könnte die in Spiral nicht ganz gut sein? Es wäre wahrscheinlich nicht so gut, aber es wäre eine nette Option, denke ich. Ah, der Gorilla ist blöd. Ich habe einen großen Gorilla. Damit musst du nicht auch noch angeben. Doch, dann muss ich angeben. Aber mein Harald. Der ist tot, dein Harald. Oh, warte mal. Nee, hätte ich nicht. Blöder Gorilla. Oh nee, er kommt ja auch so drüber. Ich habe ja seinen Effekt. Hättest du mal ihn zerstört. Ah. Er wäre Effekt, der lesen kannst, Lampen. Ja, ärgerlich. Ja, ich lese aber nicht. Das ist mir zu anstrengend. Also, der hat 2 Zeilen Text. Ja, das ist mir zu anstrengend. 2 Zeilen. Außerdem mochte ich deinen Harald nicht. Ja, schon klar. Ich muss kurz gucken, was die Karten hier können, die ich schon so schön gezogen habe. Oh, das geht natürlich auch. Oh, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Muss ich ja sagen. Ich würde sagen, ich gebe ihm erstmal so ein kleines Bändchen. Und dann aktiviere ich seinen Effekt, verbanne einen Harald und dann hat er mehr Angriffspunkte. Den hättest du zerstören sollen. Ich hätte gerade was richtig Cooles machen können. Ah, ärgerlich, okay. Jetzt bestimmt eh nicht, ich habe ganz viele Feinkarten. Ah. Dann machen wir das nochmal hier. Hier, bam. Ich weiß, das Band ist weg, aber mit einem Tribut und der hat jetzt Piercing Damage. Aber ich kriege immer 1000 Schaden in jeder meiner Endphasen. Ja, gut, zum Glück hat er relativ viel ATK. Viel Defensive. Nicht ATK, Defensive meine ich, Entschuldigung. Oh cool, du annullierst deinen Effekt, dass ich Schaden bekomme. Das ist ja nett. Schaden. Ich bin auch wirklich nett zu dir heute. Also. Das ist wirklich sehr nett von dir, muss ich sagen. Also. Sowas Liebes. Super. Ha, annulliert. Toll. Cool. Ich glaube, ich muss. Ja, das muss ich denken. Das wird schwierig. Oh, Basu. Aber der kommt auch nur auf. Obwohl, warte mal, der kommt auf. Ne, er kommt nicht auf genug. Nein. Aber du aktivierst es trotzdem. Okay. Weltraumtor. Ja, 2,5, das reicht nicht. All face up mon. Du weißt, dass deine ATK auch getauscht werden? Ja, jetzt haben wir mal was. Ach so, die Original ATK. Ah. Ja. Okay, das heißt, der Boost bleibt. Was nützt mir tatsächlich nichts? Ich kann sie nur gegenseitig zerstören. Ich habe gerade irgendwie gedacht, ich hätte dann mehr. Ja, Mathe ist schwierig. Nee, ich habe mich verlesen einfach. Aber ich werde jetzt einfach auch reinrennen. Bist du sicher? Ja, wir kennen uns jetzt gegenseitig. Also das möchte ich aber nicht. Butterspray Protection! Messerlinge! Cool! Ich drücke die tatsächlich in Death, dann kriegst du Schaden. Ah. Und nein, ich krieg keinen Schaden. Richtig, weil das habe ich annulliert. Aber es ist auch super, dass du gerade so eine Karte gespielt hast. Ne? Du hättest eine richtig krasse Karte spielen können. Nein, du spielst eine, wo es richtig Sinn macht für dich, dass ich das annulliere. Der Rechner. Los, Rechner, du hast jetzt auch Piercing Damage. Ja, schön. Ich glaube, ich habe gewonnen. Was weiß ich, ob ich meine Hand habe? Was denn? DDD-Monster. Die magst du ja.
Es ist nicht schön. Wir müssen noch eine dritte Runde. Ja, eine dritte Runde schaffen wir noch, easy. Okay. An sich werden die Karten auf der Hand alle echt scheiße, aber weil wir jedes Monster jeder Typ hat, kann man sie halt echt benutzen. Ja, das stimmt. Okay, das ist nett. Ist auf jeden Fall not bad. Was haben wir hier? Oh cool, alle meine Zombies bekommen 200 ATK für jedes Monster, was du kontrollierst. Ah, ist auch nicht schlecht. Dann haben wir... Was kannst du? Okay, nett. Und dann spielen wir den Frontier Wiseman. Frontier Wiseman. Direkt aus Digimon Frontier, der Typ. Das habe ich auch gerade gedacht und dachte mir so, nein, 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 nein. Und ich denke mir, ja, 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 ja. Zombierer der Dunkle. Der hat mir zu viele Angriffspunkte. Er verliert ja immer, wenn er angreift. Ja, will ich trotzdem nicht. Ich aktiviere Mind Over Matter. Ich mag Zombierer nicht, der kann mal gehen. Dann, ach ne, warte. Er kann eh nicht direkt angreifen, also, okay, mach ich so. Was, hättest du was specialen können? Nee, nee. Ja, ja, klar. Nein, nein. Los! Niemals, ich doch nicht. Kartenkavallerist. Perfekt. 3. Oh, Angst, ein langes Gebrüll. Das ist natürlich schade. Dann halt nicht. Ih, Buch des Lebens. Wer kann denn noch was im Friedhof? Keiner von denen. Keiner von denen. Dann nehme ich den weg. Nein, ich meine Quarky Mairu-Wand. Doch. Und dann noch den Steamroid. Jetzt wird es aber gefährlich hier. Züge und dunkle Herrscher. Ich sehe schon, du heute und fährst dann mit Eingeschützen auf. Dunkle Zugherrscher. Vielleicht auch dunkle Zugführer, man weiß. Hast du was gegen dunkle Zugführer? Hast du was gegen Jim Knopf? Nein. Gut. Ich meinte auch eher so dunkle Magier-mäßig, weißt du? Achso. Jetzt stelle ich mir gerade irgendwie vor, wie der dunkle Magier einen Zug fährt. Das würde ich gerne sehen. Ich will eine Spin-off-Serie mit dem dunklen Magier, wie er einen Zug fährt. Ja. Okay, pass auf, wir spielen Mahavailo. Und dann rüsten wir ihn hiermit aus. Damit kann ich nur Hexermonster ausrüsten, der ist wirklich ein Hexer. Und er bekommt ATK mal die Anzahl an Karten, für die er ausgerüstet ist, immer 500. Das bedeutet, der ist jetzt ziemlich strong. Das ist aber nicht so nett. Und wenn er durch einen Karteneffekt zerstört wird, darf ich ihn wieder specialen. Wegen meinem Zauberstab. Hau sie weg und hol sie. Nein! Weißt du, Cyberprima bringt einem gefühlt nie was. Und genau jetzt aber bringt sie dir einfach was. Ah, shit. Das ist halt echt uncool, weil ich habe echt mit dieser Verteidigung jetzt gerechnet. Von meine andere Karte hätte sie ihn noch davor geschützt, durch Kampf zerstört zu werden. Okay, dann machen wir das so. Nach, Effa! F sie nach. Kannst du nicht einfach meine Cyber... Das mag meine Cyberprima gar nicht. Wenn man sie ich bin die Cyberprima, Eieiei. Ja, hat er gut gemacht. Oh, du bist dran. Jetzt habe ich natürlich kein Monster mehr. Was ist das denn? Quarky Mairu Doom! Okay. Negates the effects of light and dark monsters that activate during the main phase. Okay. Aber du musst jetzt einen Unterwäldler vorzeigen. Ich bin mir sicher, du hast gar kein Monster auf der Hand. Nein, habe ich nicht. Echt nicht? Ah, der dunkle Staubgeist. Die ist gar nicht mal so gute Karte. Aber ich habe sie. Los, Slate Warrior. Angriff. Du bist stärker als dieser Doom. Ich liebe diese Musik, wenn die Lebenspunkte, so, also wenn es so ins Ende geht. Ja gut, die höre ich gerade nicht, ich habe die aus. Die habe ich nur an, wenn ich nicht aufnehme. Es ist Zeit für Nummer 39, Utopia. Balalala. Was ist das? Ah, das ist aber nicht so nett, dass er jetzt einfach so viel ATK fällt. 300, yes! Wie lange? Auch für immer. Oh, jetzt ist mein Utopia ja voll kacke. Nee, es gefällt mir jetzt aber nicht so. Warte. Nitwit Outwit. Was? Er hat dein Fuchs! Dein Hallo, Fuchs! Fuchs. Nein. Ach Mann, schade. Nein! Warum die Katze einfach immer wieder holen, die Karte?
Was mache ich denn jetzt mit diesem blöden Utopia? Instabile Evolution. Ach ja, klar, klar, mach dein... Warte, warte. Du hast aber mehr Lebenspunkte, ne? Ja, dann krieg ich 1000. Wow, das war's wert. Ja gut, okay, stimmt, das ist tatsächlich wert. Du hast ja nur diese eine Monster. Ja, okay. Und dein Utopia kommt jetzt nicht über mein Fixieren. Ich meine, hiermit komme ich drüber. Ja gut, okay, dann muss ich halt in die Defensive gehen. Gut, dass Utopia 2000 Def hat. Ja. Instabile Evolution, ich habe die Karte ewig nicht gesehen. Oh, voll süß. Mein Füchschen, das ist richtig strong. Naja, richtig strong ist jetzt so eine Auslegungssache. Für ein Füchschen schon. Für ein Füchschen wahrscheinlich schon, ja. Obwohl, nee, warte mal, gibt es bei den Zodiacs einen Fuchs? Oder das Fuchs ist kein Sternkreiszeichen, das... oder? Nein, nein. Okay. Weil der wäre bestimmt stärker gewesen. If your opponent controls a monster, you can special summon this card from your hand. Warum kann ich es dann gerade nicht tun? Steht da vielleicht in You Control No Monsters? Nein! Wieso welche Karte ist denn? Cyberdrache. Lies nochmal genau. If only your opponent. Ah. Ja. Okay. Das macht Sinn. Ich merke gerade, das war ein dummer Fehler von mir. Ich dachte aus irgendeinem Grund, dass ich jetzt mehr habe als du. Ja, das ist genauso viel wie ich. Immerhin, wenn er wiedergeboren wird, hat er auch nur noch 300. Ja, tatsächlich möchte ich aber nicht, dass... Okay, du bist ihn behalten. Okay. Ja. Ja, ich möchte, dass er mit 1000 da liegen bleibt. Ich habe halt gerade... Okay. ...die Möglichkeit, was anderes zu machen. Okay, du kannst ihn aber nicht als Tribut anbieten. Ja. Ich brauche ein Monster. Jetzt gib mir doch ein Monster, please. Der Arsenalkäfer! Er ist aber zu schwach, der Arsenalkäfer. Der hat 2000. Ja, mein Utopia hat auch 2000 Def. Ja, dann zerstören sie sich halt. Schatz, so funktioniert Yu-Gi-Oh! Nicht. Ich will aber! Ich will aber, dass es so funktioniert! Ah, los, Ninja Maestro Sasuke, zerstöre ihren Arsenalkäfer. Nicht mein Füchschen? Nö, der Arsenalkäfer ist gefährlicher. Den Fuchs kann ich auch später noch zerstören. Der kommt ja eh wieder. Gott, der Effekt von diesem Ninja wird einfach niemals mattern. You can send one card from your hand to the graveyard. Und dann bekommt er 600 ATK. Ja gut, damit kannst du Utopia theoretisch zerstören, aber... Oder sie ineinander reinrennen lassen. Okay, das willst du scheinbar auch. Ja. Dann gib halt deine schöne Hand. Oh, okay. Dann aktiviere ich den Effekt von Utopia! Juhu. Wäre jetzt witzig, hättest du die Handkarte trotzdem abwerfen müssen. Ja, das wäre nicht witzig gewesen für mich. Für mich schon. Ja, das weiß ich. Okay, Ach, das kannst du auch in deinem Zug machen. Weißt du was, machen wir es mal so, damit er durch den Karteneffekt zerstört wird und nicht wiederkommt. Oh. Aha. Und dann... Ja, Utopia, du bist halt gerade so nutzlos. Ist halt die Frage, ob du den Effekt trotzdem aktivierst jetzt. Oh nein! Nein, die Karte ist im Seed so OP, wenn alles alles ist. Nein. Ah! Das kann ich dich nicht durchgehen lassen, tut mir leid. Kann ich dir nicht durchgehen lassen, bitte. Dann halt nicht dich? Nein. Ich kann dich, dir das nicht... Okay, ja doch, du hast recht. Kann dir das nicht durchgehen lassen. Was kannst du? Oh, okay. Dann mache ich tatsächlich das hier. Das wäre ziemlich cool, wenn ich das schaffe. Ich habe so wenig Lebenspunkte. Was ist das? Wenn your normal summon is your opponent controls more monsters than you do, destroy your opponent's monsters so that your opponent controls the same number of monsters as you. Muss ich jetzt die auswählen, die zerstört werden, oder die, die... Das weiß ich auch nicht. Tschüss, Kampfausblender. Ich habe immer noch mehr ATK als deine Utopia. Ja, das ist leider korrekt. Und ich habe halt leider auch gerade nicht die Möglichkeit, über dein Viech rüberzukommen, was traurig ist. Ich meine, ich habe hier ganz nette Karten, aber die bringen mir gerade alle nichts. Oh, Hades. Hades.
Fun Fact, du wärst auch über Utopia so rübergekommen, weil wenn Utopia kein Material mehr hat und angegriffen wird, wird Utopia sofort zerstört. Ja, mhm. Aber ich kann immer was Cooles machen. Ich wollte nur sagen, du hättest eben mit deinem Evil Swarm ruhig angreifen können. Warte, was? Wieso kannst du... Ach ja, der wird ja da... Nein! Noch ein Kampf aus Blender, bitte. Und? Hm. Du hast verloren. Wow. Warum konnte ich die Karte... Ach ja, sie wurde nicht durch Kampf zerstört. Und die, sie wurde nicht durch Kampf zerstört. Wow, was ein Bullshit. Ich wollte den Kampf aus Blender setten, damit ich beide Monster tributieren kann für die Photonweibern. Ja. Die hätte all deine gesetteten Karten zerstört. Das ist ein Bullshit. Tschüss. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war ein schnelles Ende.